Kameraden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Runaway. Und wir haben das Diktiergerät gefunden tatsächlich, allerdings ist die Batterie alle gegangen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwas... Okay, ich habe eine Schöpfkelle gefunden. Dass wir irgendwas finden. Sie erinnert mich an die, die man bei Weinproben benutzt. Sie ähnelt denen, die bei Weinproben benutzt werden. Okay, das ist schneller gegangen, als ich dachte. Und dazu wird jetzt bestimmt die... Mal sehen, ob sie hineinpasst. Wunderbar. Besser, als ich dachte. Und damit gehen wir jetzt hier in den Stickstoff rein. Prima. Ich probiere mal aus, ob die Batterie einen Teil ihrer Energie zurückbekommt, wenn sie eingefroren wird. Das war kalt an der Brust. Holen wir die Batterie aus der Kelle. Logischerweise ist die Batterie gefroren. Ich hoffe, dass die Batterie das Diktiergerät jetzt zum Laufen bringt. Ja, dann pack sie da doch rein, ey. Jawohl, Sir. Hoffentlich funktioniert das Gerät jetzt. Da bin ich aber auch gespannt, ob das geklappt hat. Kann mir fast nicht vorstellen, so bescheuert wie das ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, warum das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die Batterie lange genug hält. Bitte nennen Sie Ihren Namen, um mit der Stimmenidentifizierung zu beginnen. Dr. Susan Oliver. Identifizierung positiv. Guten Abend, Dr. Oliver. Denken Sie daran, dass diese Kammer sich in 30 Sekunden automatisch schließen wird. Es hat funktioniert. Jetzt nimm den scheiß Rubin da raus. Ich sollte das nicht tun, aber... Heute Nacht habe ich so viele Dinge gemacht, die ich nicht hätte tun sollen. Ich hoffe, dass sie keinen Schaden nimmt, weil sie sich außerhalb der Klimakammer befindet. Geht schon. Geht schon. Junge, war das einfach. Okay, können wir irgendwie mit dem Maya-Artefakt oder mit dem Schlüssel? Können wir mit dem Schlüssel irgendwie... Das hätte wenig Sinn. Mit dem... Prima Idee. Damit kann ich den Rubin bestimmt aus der Maske hebeln. Es hat funktioniert. Alter, ohne Spaß. Wir haben gerade einfach so eine Maya-Statue kaputt gebrochen. Aber so eine richtig böse Maya-Statue. So, und jetzt können wir hier den Laser nehmen und da einfach mal den dicken Rubin reinschmeißen. Mal sehen, ob ich ihn gegen den alten austauschen kann. Großartig. Ich glaube, dass der Strahl jetzt viel stärker sein wird. Ich werde jetzt warten, bis Frau Doktor den Laser benutzt. Jetzt steht der Navi so blöder, ey. Oh, Baby. Oh, Baby. Gib alles. Es hat funktioniert. Frau Doktor, tut mir ja leid, aber ich sah keine Alternative. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ah. Ups. Und? Okay, sie raucht jetzt zwei Zigaretten. Verlieren Sie nicht den Mut. Es war nicht Ihre Schuld, sondern die des Lasers. Lassen Sie mich! Mein Leben ist ruiniert! Erst fängt mein Mann eine Affäre mit dieser Doktorandenschlampe Candle an. Das würde ich auch machen. Darauf schließt sich mein Sohn den Krishna-Jüngern an und verlässt das Haus. Und jetzt das! Wenn ich weder meine Familie zusammenhalten, noch meine Arbeit tun kann, sagen Sie mir, was soll ich dann mit meinem Leben anfangen? Wir haben sie ganz schön zerbrochen, glaube ich. Wir brauchen jetzt Kaffee. Ich weiß nicht, wozu sie nützlich sein könnte. Da ist eine leere Kaffeepackung. Ach so, eine Kaffeepackung. Diese letzte Kaffeepackung, ich verstehe. Ich glaube, dieses rote Licht zeigt an, dass der Kaffee alle ist. Wahrscheinlich. Ey, Wally, kannst du nicht irgendwie mal Kaffee organisieren? Wir brauchen jetzt wirklich Kaffee. Hallo, Willy. Hey, Kleiner, wie geht's dir? Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine in der oberen Etage leer ist. Ja, seit heute Nachmittag. Das ist aber dumm. Kann man da nichts machen, damit es wenigstens für einen einzigen Kaffee reicht?
Nur einen Kaffee noch? Maschinen? Ja. Nein, verdammt. Das ist bloß wegen dieser Verrückten. Die trinkt mindestens. Deswegen ist die Hexe total. Wann wirst du sie auffüllen? Hör mal, Kerl. Komm mir nicht mit Forderungen daher. Gestern habe ich die letzte Packung, die ich noch hatte, reingeschmissen. Im Lager gibt's keine mehr, also bleibt sie leer, Mann. Wenn wir einfach direkt. Ich möchte nehmen, dich nicht weiter stören, Willy. Bis bald. Wir sehen uns. Mit dem Kehrblech und so einfach ein bisschen Dreck zusammenkratzen und dann durch die Kaffeemaschine drücken. Aber wir hatten hier hinten ja noch irgendwie Erbsen, glaube ich, oder? Seht mal, in der Schale ist etwas, das wie Kaffeebohnen aussieht. Ach. Ich nehme sie mit. Vielleicht kann ich hiermit Kaffee für Frau Dr. Oliver kochen. Können wir ihm jetzt den Kaffee geben und sagen, ey, mach mal Kaffee? Gib Bohnenschale an Willy. Komm, Willy, mach Kaffee. Füll die Scheiße auf. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Gemahlener Kaffee. Wo haben wir etwas, um gemahlenen Kaffee zu machen? Können wir einfach die Statue da reinschmeißen? Ich weiß nicht. Okay, dann nicht. Gemahlener Kaffee. Wie kriegen wir jetzt gemahlenen Kaffee? Hier was übersehen? Es hat mir überhaupt nichts gebracht, das Ding unter dem Mikroskop zu betrachten. Aber er hat's getan. Wir sollten den Scanner erst benutzen, wenn wir ihn tatsächlich brauchen. Okay, Entschuldigung. Mein Gott, bist du steif, ey. Zimmer, das Ding ist aus dem Arsch, was du da hast. Hier ist tatsächlich nichts, aber 1000 Kameras interessieren halt irgendwie auch nicht, ne? YOLO. Mal gucken. Scanner. Das ist alles nur Scanner, ne? Das ist irgendwie nichts anderes hier noch bei, oder? Es wundert mich. Ist irgendwie nichts, gar nichts. Gar nichts ist hier. Nichts, was man noch irgendwie tun könnte, außer dieser verdammte Scanner. Das ist das Mikroskop. Hier ist nichts. Das ist die Klimakammer. Auch nichts. Auch nichts. Was haben wir hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Okay. Hier ist ein Schalter, wahrscheinlich für Licht. Haben wir hier nichts? Haben wir hier vielleicht irgendwas? Oh ja, ich weiß. Ich habe eine Idee. Das ist doch der Elektroschleifer. Einfach mal reinhalten, den Lachs. Ja, vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. Geil. Gib ihm den scheiß Kaffee. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja, ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Okay. Wir wissen ja zu Genüge jetzt, dass da in dem Mülleimer die Kaffeepackung ist. Dann nehmen wir einfach die da jetzt raus und füllen das da um. Und dann ist gut. In Ordnung. Sie könnte genau das sein, was ich brauche. Sie ist leer. Duftet aber noch leicht nach Kaffee. Und jetzt packen wir den Schuss da rein. Das ist es. Ha. Das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Bin voll der Kaffeeboy, Junge. Hier, jetzt nimm den scheiß Kaffee, Alter. Und füll die scheiß Maschine auf, damit die Alte einen Kaffee kriegt, ey.
Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Dieser Willy ist wirklich merkwürdig. Ja. Gut. Vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Ich werde einen Moment warten, um Willy genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Also dann, versuchen wir es mal. Der geht halt echt als hätte er Stock im Arsch, ne? Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Na dann, hol den Kaffee. Gut, ich nehme einen. Ich will gar nicht wissen, wie der schmeckt. 100.000 Jahre alte Bohnen. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. Was soll das sonst sein? So, Freunde. Oliver! Hier ist dein Kaffee. Hier, Frau Doktor. Trinken Sie den Kaffee. Sie werden sehen. Sie werden sich danach besser fühlen. Besser? Gut. Jetzt, da Sie sich beruhigt haben, können Sie weiterarbeiten. Wir möchten doch nicht, dass die Maya-Ausstellung nicht stattfindet, nur weil Sie Ihre Arbeit nicht geschafft haben. Oder? Aber selbstverständlich nicht. Ich beginne auf der Stelle mit der Arbeit und nicht einmal die Regierung wird mich stoppen können. Gott, Gott. Oh, Bob der Zwerg! Bob der Zwerg. Wie ich sehe, bist du in den letzten Jahren nicht großartig gewachsen. Gustave, der Einäugige! Sieht doch nicht so aus, als ob dein herausgerissenes Auge nachgewachsen wäre. Vorsichtig, Bob. Du spielst mit deiner Rente. Komm auf den Punkt. Sind sie immer noch in dem Museum oder nicht? Genau. Das Auto steht immer noch auf dem Parkplatz. Hey, wir können dort auf Sie warten und Sie einsacken. Sie könnten auf der anderen Seite ohne Wagen entkommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir gehen jetzt rein und suchen Sie. Du wartest hier, Bob. Und pass auf, falls das Miststück rauskommt. Alles klar, Gustav. Wie du meinst. So. Ich lasse die Doktorin lieber allein, damit sie sich auf die Restaurierung des Kruzifixes konzentrieren kann. Es ist schon eine Weile vergangen und nach der Freude über den Kaffee bin ich sicher, dass sie das Kruzifix schon fertig hat. Gehen wir mal hinein. Okay. Frau Doktor ist wohl vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Aber wie ich sehe, hat sie das Kruzifix schon restauriert. Genial. Es sieht jetzt ganz anders aus. Stimmt. Es brauchte wirklich eine Restaurierung. Das ist interessant. Sicher können wir jetzt deine genaue Herkunft und Bestimmung in Erfahrung bringen. Ich muss so schnell wie möglich zum Analyselabor, um mit dem Scanner das Kruzifix zu untersuchen. Es wird knapp jetzt. Ich störe sie lieber nicht. Gönnen wir ihr das bisschen Ruhe. Sie hat sie verdient. Kannst du sie einfach vom Tisch stupsen? Geht leider nicht. Na gut. Geil. Mist. Was für eine Nacht. Noch weitere kleine Kollegen von Clive? Erst die scharfe Tussi mit diesem Milchgesicht Brian. Hab nichts gegen ihn. Er ist zwar ein Milchbubi, aber auch ein netter Kerl. Und jetzt ihr zwei Vögel. Mist. Übrigens, als was habt ihr euch denn verkleidet? Sicher ist sicher, ne? Okay. Der Moment ist gekommen, um herauszufinden, was das Kruzifix verbirgt. Mal sehen, ob ich diesen ultramodernen Scanner bedienen kann. Bin ich gespannt. Dann stammt das Kruzifix von den Hopi. Die Hopi sind ein Indianerstamm aus Arizona. Naja, das ist eine wichtige Information. Andererseits verstehe ich immer weniger, was hier vorgeht. Die Materialien, aus denen das Kruzifix besteht, sind überhaupt nicht wertvoll. Es muss irgendeinen historischen Wert haben.
Aber der könnte doch nie so hoch sein, dass jemand bereit wäre, dafür zu töten. Hinter dem Kruzifix muss sich noch etwas anderes verbergen. Das stimmt. Brian, schnell komm mit! Es geht um Gina. Sie ist in Gefahr. Es tut mir leid, Brian. Nein. Nein! Er hat gesagt, wenn ich es ihm gebe, wird ihr nichts geschehen. Nein! Wie ihr gleich feststellen werdet, sah es ziemlich übel für uns aus. Wenigstens wollten die Typen noch etwas von uns wissen. Nämlich, was wir in Erfahrung gebracht hatten. Deshalb ließen sie uns am Leben. Vorläufig jedenfalls. Dann müssen sie mich bewusstlos geschlagen haben. Ich bekam lange Zeit nichts mit. Mal wieder. Als ich zu mir kam, fand ich mich über den Wolken wieder. Keine Angst. In einem Hubschrauber. Ich hatte grausame Kopfschmerzen. Und als Gina mir von Clive erzählte, verzweifelte ich. Wegen uns war mein Freund gestorben, wären wir an diesem Abend nur nicht zum Museum gefahren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Gerade jetzt musste ich einen klaren Kopf bewahren. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das fiel. Wahrhaftig. Mir würde bald das Gleiche wie Clive widerfahren, wenn ich nicht bald etwas unternehmen würde. Der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch nach Rache fanden einen Weg in mein Bewusstsein und vertrieben Clive aus meinen Gedanken. Kurz darauf setzte der Hubschrauber zum Landeanflug an. Ich konnte sehen, dass wir in einem Wüstengebiet landeten. Mitten auf etwas, das wie ein ehemaliges Ölfeld aussah. Sie holten uns aus dem Hubschrauber und brachten uns zu einer alten Hütte. Bald wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit nur an Gina interessiert waren. Sobald wir die Hütte betraten, banden sie Gina an einen Stuhl. Danach kümmerten sie sich liebevoll um mich. Sie gaben mir ein starkes Schlafmittel in Form eines gehaltvollen Schlages auf den Hinterkopf. Als ich aufwachte, war ich leicht benommen und mein Kopf schien zu explodieren. Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen. Die Story ist echt cool und die Story nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei und ich hoffe, euch gefällt. Und ich hoffe, ihr schreibt ein paar Kommentare, würde mich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's dahin gut. Euer Beritz. Tschüss.